600 PS in einem Van? Wir haben gleich drei davon. Welcher ist? Der schnellste, der beste, der lauteste, der größte, der dickste, der coolste. Das ist ja lebensmüde, was der da macht. Guten Morgen, Herr Busfahrer. So, meine Herren in der letzten Reihe da hinten. Wir sitzen hier im brandneuen Volkswagen T7 und treffen uns heute zum großen Bussevergleich. Schau mal, 7 Sitze, da hinten kannst du was reintun. So Beine kann man kannst du auch ausstrecken, so können wir in Skiurlaub fahren, Leute. Ja. 204 PS, ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Ja, dann lassen wir die Pferdchen zu Hause. Auf geht's, komm. Soll ich? Okay. Gib Knete. Und? Ah, Kickdown geht. Ja. 100. 110. Er zieht durch. 120. Also ich sag mal so, ne, das ist für die meisten Leute, die Familie haben, große Hobbys mit großem Gerät irgendwie unterwegs sind und irgendwelche Freizeitkläuse, für die ist dieses Auto das absolute Traumauto. Also richtig, der Oberhammer ist das Gripstyle-mäßig nicht, ne? Ja, es könnte ein bisschen mehr kommen. Ihr könnt euch sicher sein, wenn ich mit dabei bin als Tuning-Profi, ich habe euch ein paar richtig krasse Powerbusse heute mitgebracht. Der eine Bus hat tatsächlich ein V10 drin. Alter Schwede, siehst du, was ich sehe, Niki? Jo. Hier warten insgesamt über 1800 PS. Verteilt auf drei amtlich gedopte Powertransporter. Aussteigen, meine Herren. So, komm, ich helfe dir raus, Schatzi. Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass ich das noch brauche. Da vorne spielt die Musik, oder? Nicht schlecht. Alter Schwede. Also, was ist mit der V-Klasse los? V8 Bito. Das ist der absolute Sleeper. Sechszylinder, R32, ja, mit männlichem Turbo drauf. Und der besagte Viper Van, V10, aber auch Biturbo. Alter, da ist der Motor aus der Viper drin. Genau. Guck mal, Niki. Das ist an der etwas anderen Seite, oder? Also das ist auf jeden Fall schon mal die Brutalo-Variante. Jetzt ein Tuning-Meisterstück. Ein Doppelkabiner. Pickup. R32 Turbo, Allrad. Könnte böse werden. Was steht da hinten an? Kandidat Nummer 3, der Sleeper im Lineup. Ja. Mhm. V8 Biturbo Motorswap. Gab es ja in der V-Klasse nie. Also V63 AMG sozusagen. Das finde ich aber ganz geil, ehrlich gesagt. Ich nehme den. So schaut's aus. Alles klar? Und ich fühle mich hier ehrlich gesagt auch. Weiß ganz, ich fühle mich ganz wohl hier drin. Das gefällt mir. Also, wir haben 4 Challenges vorbereitet. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Klassiker an. Drag Race. Gute Idee. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, wir nehmen den VW-Bus auch mit. Weil er ist der neueste. Wie schlägt er sich wirklich? Was haben die an Mehrleistung? Oder? Wie viel schneller sind die drei Kläuse? Genau. Referenzwagen und das sind die Raketen. Genau. Alles klar? Das heißt, wir checken heute ab, welcher von den dreien ist der schnellste. Der schnellste, der beste, der lauteste, der größte, der dickste, der coolste. Der geilste. Der beste. Der allerbeste. Ja, das geht. Haben wir schon gefunden. Da steht hier. Generell dieser Vergleich Powerbusse, extrem krasse Nummer. Wir haben hier drei komplett unterschiedliche Autos. Einen alten Ami-Van, eine aktuelle, ich nenne es jetzt mal Personenbeförderungslimousine und eine Doppelkabine, die vor ein paar Jahren noch bei der Kommune zum Grüngutabfall befördern da war. Und jetzt stehen sie hier alle Leistungen satt. Come on! Ja, ja, ja. Da drüben hören wir gerade wieder Matthias Orgel. Das ist halt das Tuning von der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier so schaue, er läuft. Das ist für mich Tuning. So, dann wollen wir mal. Aber ganz wichtig, als allererstes, bevor wir einen einzigen Meter fahren können, wir müssen das Luftfahrwerk erstmal hochpumpen, weil sonst schleift sich das Ding nämlich tot. Heute Abend werde ich so dermaßen nach Abgasen stinken. Ich weiß jetzt schon, dass es sich überall verteilt. In diesem Fahrzeug ist wirklich fast nichts mehr original. Das geht schon damit los, es ist ein Luftfahrwerk verbaut. Das heißt, wenn man aussteigt, legt sich das Ding komplett ab auf den Boden. Und man muss dran denken, bevor man losfährt, auf Knopf drücken, dann fährt sich das Auto nämlich wieder fast 10 cm hoch und es kann losgehen. Zuerst checkt Philipp die Performance der Doppelkabine, kurz Doka. Wenn wir ein bisschen Gas geben, hören wir vorne schon das Pop-Off. Pop-Off zur Erklärung. Überschüssiger Druck vom Turbolader entweicht schlagartig über ein Ventil und erzeugt dabei ein peitschendes, lautes Geräusch.
Ich bin heute unterwegs im VW T5 Doppelkabine von Mechanics Deluxe. Darin schlummert ein R32 Turbomotor, 6 Zylinder, 671 PS. Die Umbaukosten von diesem Fahrzeug belaufen sich auf 70.000 Euro. In seinem früheren Leben war dieses Gerät mal ein zahmer VW T5 mit 131 Diesel PS. Jetzt ist es ein brutaler Doppelkabiner mit Racing-Schalensitzen und der mehr als vierfachen Leistung. Zieht es euch einfach rein. Wir sitzen hier in einer Doka, 671 PS, und guckt euch an, was passiert, wenn ich jetzt Vollgas gebe. 4000, Lader kommt, dreht kurz durch, dritter Gang, brutal. Schon haben wir 150, 180, 200, ich bin sprachlos, bin wirklich sprachlos, wie dieses Auto bis 200 durchzieht. Ich sage immer Auto, nein, wir sitzen hier nicht in einem Auto, wir sitzen in einem Bus. Also eins kann ich euch sagen, mit dieser Doka bin ich für die bevorstehenden Challenges auf jeden Fall perfekt gewappnet und werde Niki und Matthias so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Das Ding von Philipp geht gar nicht schlecht. Puh, jetzt bin ich mal gespannt, ob das meiner besser kann. Ich probiere es aus. 3, 2, 1, go! 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Alter, hämmert das Ding rein. Das hämmert ja rein, da geht ja wirklich der Punk ab. So, wir fahren jetzt jenseits von 200. Leck mich am Arsch. 214 km/h. Einfach so aus dem Arm rausgeschüttelt. Ich habe eine V-Klasse umgebaut von GAD Motors. V8 Biturbo, 585 PS. Und das Ganze kostet im Umbau 135.000 Euro. Das war einmal ein Dieselmotor mit 190 PS drin. Wir haben jetzt 585 PS am Start. Der Vierzylinder ist rausgekommen, wir haben jetzt 8 Zylinder. Wir haben 4 Liter Hubraum. Wir haben hier Carbon-Keramik-Bremsanlage drin. Fahrwerk wird hier nicht verändert, denn wir haben ein KW-Fahrwerk drin, Variante 3. Also das Ganze ist schon etwas sportlicher. Schau mal, wie du einlenken kannst. Durch den Allrad marschier da. Der bringt die Leistung am Boden hier. Da muss erst einmal ein Auto mitkommen, was der kann. Das macht ja Laune ohne Ende. Das Neugang-Automatikgetriebe ist wirklich verschleift, die Gänge. Da geht es immer voran. Es marschiert. Der Allrad gibt sein Übriges. Die Räder drehen durch. Also Stand jetzt, ich bin absolut happy und kann gestärkt in diesen Kampf gehen. Kampf ist das Stichwort für Matthias und seinen feuerspuckenden Chevy Van. Ursprüngliches Baujahr 1983. Junge, ist das geil! Alter Schwede! Alter, das ist krank, das Ding! Absolut 0,0 elektronische Fahrhilfen und überhaupt gar kein Gewicht auf der Hinterachse. Null! Ich bin heute unterwegs im Chevy Van von BK Performance. Er hat einen V10 Biturbo Motor mit 600 PS. Die Kosten für den Umbau 70.000 Euro. Früher wurde der Ami Van von einem V8 Motor mit 160 PS befeuert. Knapp 40 Jahre später ist ein Überrollkäfig an Bord und unter die winzige Haube haben die Tuner einen riesigen Zehnzylinder aus der Dodge Viper gepresst. Mit satten 8 Litern Hubraum und 2 Turboladern. Räder gehen durch. Bei. Haben wir hier irgendwo eine Geschwindigkeitsanzeige? Nee, die geht nicht. Hier unten. 0 km/h. Lenkung ist auch so ungefähr, sag ich mal so. Im Auto wird dir Himmelangst. Also ich krieg dann immer so diese kindische Freude und dieses Ausrasten und dieses komplette Durchdrehen. Ja.
Aber ich glaube, jeder Normalfahrer, der da drin sitzt und da gehen die auf der Autobahn die Hinterräder durch, da hast du halt Todesangst, ne? Aber das ist halt auch geil irgendwo, ehrlich gesagt. Wie ist denn das hier? Ich habe was gehört, Zweiradantrieb, kann das sein? Zweiradantrieb, hinten habe ich Sportreifen und vorne so ein bisschen Sommerreifen. Okay, das ist keine schlechte Zusammensetzung. Muss keine Sperre an der Hinterachse, keine elektronischen Fahrhilfen. Das ist halt ein Männerauto im Gegensatz. Ja, das hier ist ja ganz so ein Familienbomber. Ja, Matthias, ich bin heute eben der Familienmensch. Ich mache das ein bisschen gediegen heute. Du bist ja unser Kämpfer. Das wäre natürlich eine heiße Nummer bei dir. Ja, ich würde sagen, wir machen. Wow. Das hört sich ganz schlecht an. Das hört sich nach Peitsche an. Ja, das ist unglaublich. Und wie geht die Hütte? Er hört sich böse an. Fährt er auch böse? Übelst geil. Ich muss wirklich sagen, selten so ein geiles Auto gefahren. Und hat aber Allrad. Ja? Hat Allrad. Und ich hatte auch schon so 220, 230. Macht er schon recht schnell hier auf der Start- und Landebahn. Ne? Meiner hat keinen Tacho. Ich weiß es nicht, aber es war viel schneller als ihr. Ja, wenn der Tacho an die Hinterräder wäre, bin ich mir sicher. Ich würde sagen, wir treffen uns beim Drag, oder? Ja. Los geht's. Noch hast du die Chance, du könntest in den VW-Bus einsteigen. Wer auf der Startbahn als Erster nach 400 Metern ins Ziel rast, gewinnt Challenge 1 beim Vergleich der getunten Powerbusse. Als Referenzbus ist auch der Serien T7 am Start. Seine 204 PS werden pilotiert von Grip-Praktikant Peter. Ich habe natürlich bei unserem Powerbusse-Vergleich wieder wirklich starke Gegner. Wir haben einmal ein Viper-Van, wie der Name schon sagt, V10-Motor, Heckantrieb. Ich denke, das wird der Nachteil sein im nächsten Drag Race. Und dann haben wir die V-Klasse mit V8 Biturbo. Das heißt, eigentlich habe ich den kleinsten Motor, aber dafür den größten Turboladen und am meisten Leistung. Also ich denke, meine Doka wird sich durchsetzen. Matthias wird wahrscheinlich mit seinem Zweiradantrieb hier keine Chance nicht haben. Also die Räder werden spulen. Ich denke, der braucht vielleicht 250 und dann wird immer noch alles durchdrehen. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Aber Philipp, sein rotes Gerät, wow, da ist auch Allradantrieb drin, 671 Pferdchen. Das Ding marschiert schon nicht schlecht. Die beiden anderen Autos sind ultramodern, mit sehr viel Geld zusammengebaut, so dass es halt einfach gut aussieht und gut performt. Und das da ist ein Liebhaberstück. Erster, Philipp hat gleich die Räder durchdrehen. Der Serien T7 rückt Matthias auf die Pelle. Feuer, come on, baby, come on. Komm schon, nee, Niki zieht weg, das schaffe ich nicht. Come on! Boah, Alter, wenn der geht, dann geht der aber. Feuer! Wow! Junge. Das war krass. Ich habe immerhin Peter versägt. Das ist doch mal ein Anfang. Da kann man mal drauf aufbauen. Sehr, sehr schön. Alter, wie krass gehen denn diese Busse ab? Ja, das auf jeden Fall. Das ist also unglaublich. Also mein Start war auf jeden Fall so gut. Sowohl Rahmen vom Radio ist mir entgegengeflogen, Mikrofon ist durch den Innenraum geflogen. Nein. Und dann aber, wenn du halt schalten musst, ist die V-Klasse natürlich weggezogen. Ne? Aber sonst die ersten Meter waren gut. Die fühlten sich gut an. Bei dir? Ah, sensationeller Start. Wheelspin ohne Ende. Dann waren aber die Reifen richtig schön warm. Und dann haben sie tatsächlich geklebt. Kleine Frage noch, was macht eigentlich der Praktikant? Der war Vierter. Ich habe ihn tatsächlich gepackt. Es war, glaube ich, knapp. Es war, glaube ich, wirklich knapp. Ja, weil bei dem Rennen habe ich jetzt wirklich. Der zweite wollte einfach nicht rein. Ich musste dann mal Kupplung loslassen, nochmal rein und nochmal reißen. Aber der Sieg geht an. Mercedes V-Klasse. Gut. Niki ergattert damit 3 Punkte. Philipp bekommt 2. Und Matthias ist Letzter mit einem Zähler. Das Schöne ist, dass mir das relativ egal sein kann mit dem Drag Race, weil die nächsten 3 Punkte gehen definitiv an mein Fahrzeug. Denn jetzt geht's ums Thema Sound. Da werde ich die beiden einfach nur wegpusten, rechts und links. Pam, pam, dann werden sie umfallen. So schaut's nämlich aus. Ja.
haben wir jetzt schon keine Chance mehr. Könnt ihr komplett vergessen, ihr habt keine Chance. Ich habe euch gar nicht gehört. Ja, ich habe von dir nichts mehr gehört. So schaut's aus. Ja. Also, wir haben ein vollwertiges Orchester. 6 Zylinder, 8 Zylinder, 10 Zylinder. Genau, und das wird auch die Reihenfolge sein nachher, denke ich mal. Ich habe auf jeden Fall unser Messgerät mit. Genau, es geht darum, wer kann am lautesten. Ja, der bekommt die 3 Punkte für den Sieg. Ja. Ich habe mir schon mal was mitgenommen, weil ich denke, es wird wirklich brutal laut. Wer fängt denn an? Da ich das Beschleunigungsrennen gewonnen habe, fange ich jetzt an. So. So, einen Schritt weg, oder was? Ja. Wie war das ohne Oropax? Absolutes Gedicht war das, Herr Vicky. Ja. Also, Sound wirklich geil. Ja. Ich kann dir anbieten 117,0 Dezibel. 117? Das ist brutal laut. Ich halte dir mal fest. 117, oder? Ja. Schauen wir mal, was beim nächsten kommt. Das kann ich euch anbieten. Das kann ich euch anbieten. Alter! Das waren jetzt 123,8. Ich habe auch leichtes Klingeln in den Ohren. Das gibt's ja gar nicht. Also 110 dB ist so eine Kettensäge. Mhm. Düsenjets sind 120 dB, aber 50 Meter entfernt. Jetzt haben wir hier 123 dB. Mega, das ist richtig laut. Die Frage ist, wird der Viper Van noch lauter? Ich weiß gar nicht, ob ich das will, da jetzt gleich so einen Meter hinter dem Auspuff. Ich würde sagen, ihr macht euch auf jeden Fall mal was in die Ohren rein jetzt. Ich hab schon. Ich weil hab nichts. Jetzt wird's laut. Willst du meine haben? Wenn du hast. Den einen habe ich schon drin gehabt. Deswegen, ist egal, das überleben wir. Dann rutscht er besser. Ich habe Angst bei dem 10-Zylinder, vielleicht ist es wirklich besser. Ja. Also normalerweise würde ich das auch nicht tun, aber. Schutzbrille hattest du ja auf, ne? Ich bin auf jeden Fall geduscht jetzt. Brutal. 128,8. Das ist absolut unglaublich. Unglaublich. 128,8. Nicht schnell, aber laut. Punktevergabe bitte. Da freue ich mich diesmal besonders drauf. 3 Punkte für Matthias. Philipp ergattert 2. Und Niki bekommt für Platz 3 einen Zähler dazu. Das heißt aber auch gleichzeitig nach 2 Challenges Gleichstand, ne? Alle die gleiche Punktzahl. Unglaublich, aber wahr. Genau. Das heißt, es wird noch mal richtig spannend. Die Karten werden frisch gemischt. Auf zur nächsten Challenge. Ab geht's. Bei Challenge Nummer 3 geht es wieder ums Fahren. Mit am Start sind 3 flauschige Passagiere. Was es damit wohl auf sich hat? Matthias, du alter Proll-Heini, ja? Muss das immer sein? Ja, logisch. Kann man nicht normal herfahren? Was? Das ist doch hier, das sieht so nach Start aus. Ich dachte mir, ich stelle mich mal gleich rein. Ja. Das mit Start ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hier auch eine weitere Challenge. Die 3 Kollegen warten anscheinend auf uns. Okay. Und hier ist eine Karte. Na, lies mal vor. So, alles klar. Die Aufgabe. Eure Powerbusse sind nicht nur laut. Deiner natürlich extrem. Am lautesten. Ich habe etwas ruhigeres, gell? Ja. So geht's auch. Und schnell, sondern auch praktisch. Logo. Ladet eure 3 Bärenfreunde ins Fahrzeug und fahrt damit durch den Handling-Parcours bis zum Ziel. Claro, der Schnellste gewinnt die Challenge. Und hier geht's lang. Vom Start weg wartet zuerst der Slalom. Dann vor der Mauer abbremsen und wieder rückwärts durch die Hütchen zur Startbox. Nächste Station ist der schnelle Spurwechsel. Anschließend zum Wendepunkt und schnurstracks ins Ziel. Bei dem Parcours ist jetzt wirklich alles dabei. Bremsen, Rangieren, die Übersicht der Fahrzeuge
Leistung gehört auch ein bisschen dazu. Wanken haben wir im Slalom drin. Also man kann schon ehrlich sagen, es ist ein Härtetest, was sie alles so können. Was wollen wir sagen mit Strafen? Weil wenn einer die Pylone über den Haufen fährt, muss ja irgendwie Strafsekunden geben. Das guckst du mich dabei jetzt an. Du bist doch bei den Judges dabei. Ich würde sagen, pro Hütchen gibt es 3 Strafsekunden. Gut. Ja. Wenn ihr die Mauer umfahrt, was ein bisschen schwieriger ist, 10 Sekunden. Ja. Wichtig ist, vor dem Hütchen stehen. Also vor der Achse zwischen Hütchen und Mauer. Genau. Ja. Alles klar. Dann räume ich mal die Bären ein. Okay. Wollt ihr denn überhaupt mitfahren, Jungs? Ah, ja, na klar, hab ich Bock mitzufahren. Natürlich haben wir keinen Bock. Mit Matthias am allerliebsten. Dieses Auto kann nichts von dem, was in diesem Parcours gefordert ist. Und wirklich gar nichts. Es kann weder Kurven fahren, weil wenn ich in die Kurve fahre, das Fahrwerk ist so komisch gemacht, dass er immer das kurveninnere Hinterrad anhebt. Dann ist das Getriebe kaputt. Der schaltet weder hoch noch runter, so wie ich das möchte. Die Bremse ist auch so lala. Ist egal, ich werde alles geben und ich hau die beiden weg. Du bist soweit? Na ja, logisch. Na, ihr Bärchen seid auch soweit. Oh, hat aber einen saften Start hingelegt hier. Oh, oh, oh. Der ist tatsächlich so, der macht Beinchen, der hebt ganz genau, hoch, hebt, aber und in dem Moment keinen Vortrieb. Ganz genau. Also, das ist krass. So. Uiuiui, so, jetzt muss ich den da umstellen. Rückwärtsgang rein. Ja, danke, brauche ich gar nicht hingucken. So, und jetzt ein Spiegel. Ob Abschnallen wirklich hilft? Oh, der Erste hat er hier. Nein! Wow, das wird Matthias nicht gefallen, ja. Alle? Fahr zu! Auf geht's! Die Zeit läuft, was macht er denn? Ich muss mich doch wieder anschnallen. Sicherheit geht schließlich vor. So, also bisher 4 Hütchen, 12 Strafsekunden. Ich sag mal so, jetzt geht mein Rennen ehrlich gesagt erst los. Oder besser gesagt, das große Wanken beim schnellen Spurwechsel. Enge Kurven sind nämlich Gift für den 600 PS starken Viper-Van. Boah, Junge! Fast geschafft. Ab geht's mit Volldampf Richtung Ziel. Das ist ja lebensmüde, was der da macht. Ah, Digga! Du hast die Uhr im Blick. Ja, ja, ja. Yes! Ich schätze mal, sehr, sehr gute Zeit. Also, ich sag's euch gleich, besser kann man den Parcours nicht fahren. Also, es war mega. Die Bären hatten ihren Spaß da drin, ne? Ich weiß es nicht. Nee, bloß die Bären. Ich war 100% konzentriert, Alter, weil wirklich diese Gangschaltung, ey. Zweiter Gang, dann nochmal gezogen, geht nichts, nochmal gezogen, geht nichts, dann wieder runtergedrückt, geht auch nicht. Es waren 4 Pylonen beim Rückwärtsfahren. Die kommen noch, ja, on top. Okay. Das sind 12 Strafsekunden. Ja. Sonst war alles gut. Alles genau. Sonst gar nichts. Und wir hatten 1 Minute 39, 9. Plus? 12 Sekunden. Okay. Das sind 1,51, 9. Also der Parcours wird sportlich. Dadurch, dass wir in diesem Fahrzeug ein Luftfahrwerk verbaut haben, das heißt, wir haben nicht wie konventionell eine Feder, sondern nur einen Luftbalk, glaube ich, dass das Auto gerade bei diesen schnellen Wankbewegungen nicht sonderlich sicher fahren wird. Wie das wohl Philipps Fahrgäste finden? Ey, das geht nicht. Du hast nur 2 Sitzplätze. Ja, aber guck doch, was ich hier für eine riesen Liegefläche. Da darf ja keiner sitzen. Das ist ja von der STVZO her nicht zugelassen. Ja, wir, ne, können die auch da so links, rechts reindrücken. Also, dann soll er sich da hinsetzen so? Ach, komm, ein bisschen liebevoller geht das ja schon hier. Der will doch auch rausgucken. Anschnallen und los geht's. 1 Minute 51 gilt es zu schlagen. 3, 2, 1, go! Der Bär hinten! Nach dem Slalom wartet die Bremsmauer. Anschließend muss Philipp wieder um die Hütchen fahren, aber diesmal rückwärts. Das ist nicht so richtig schnell, ne? Das ist eher langsam. Läuft. Er ist drin. Okay. Und let's go. Boah, der Sound ist abartig gut. Die nächste Prüfung beim Handling-Parcours, der schnelle Spurwechsel. Hier zählen Wankstabilität und Handling des 671 PS starken VW-Busses.
Das kurveninnere Rad dreht auch durch, bis dann der Allrad einsetzt. Achtung, zur Seite, zur Seite, zur Seite. Passt. Steht perfekt drinne. Die Zeit. Fühlt sich gar nicht so schlecht an. Du hast es geschafft in 1 Minute 29:42. Viel schneller als ich. Ihr dürft doch nicht vergessen, ich bin auf Sicherheit gefahren und wollte keinen Fehler machen. Ja. Da wäre mit Sicherheit ein paar Sekunden drin gewesen, aber ja, immerhin kein Hütchen mitgenommen. Kein Hütchen mitgenommen. Wie gefällt es ja, unserem Kollegen hier? Ja, ist auch da. Ja, ja, ja. Er ist auch noch da. Jetzt darfst du mal einen guten Rennfahrer mitfahren beim geilen Auto. Also nur weil mein Lauf jetzt richtig gut lief, heißt das noch nicht, dass das Ding gewonnen ist, weil Niki hat einfach das neueste Auto, eine V-Klasse, aktuelles Baujahr, Automatik, Helferlein, Rückfahrkamera. Das heißt, er kann eigentlich nach vorne gucken beim Rückwärtsfahren. Das heißt, ich denke mal, der wird es jetzt gleich auch so richtig fliegen lassen und na, eigentlich muss er das Ding gewinnen. Beim Philipp war es so, das Rad vorne rechts gleich am Start hat wild durchdreht, bis er dann in den Allrad umschaltet, dauert es eine Zeit. Dann haben wir gedacht, Allrad hat er ja, aber es kann sein, dass das ESP, sprich die Traktionskontrolle, auch mit eingreift, dass mal Leistung weggenommen wird. Deswegen habe ich jetzt hier am Lenkrad den Rollenprüfstandmodus rein, also nichts mehr wird elektrisch geregelt. Ich bin der Chef. Ja, dann wedle ich da durch und bremse auf den Punkt wie ein Träumchen. Auf die Plätze, fertig, los! Boah, Sound vom Allerfeinsten. Sound einfach geil. Ui. Hier ist auch das Rad. Es geht hier wie geschnitten Brot. Jetzt ganz wichtig, vor der Mauer stehen bleiben. Jetzt kommt der entscheidende Teil. Er muss auch kurz überlegen, wie rum fährt er da rein? Ja, was macht er denn? Nicht glaube, er weiß. Hä? Ne, genau, er weiß, das ist wirklich rückwärts erstmal das erste Tor zu finden. Was macht der denn für einen Riesenkreis? Was ist los? Chelle, Digga, was ist los? Was macht der? Ja, ja, das. Was mache Schelle? Haben wir den ausgetauscht gerade irgendwie? Schelle, fahre wie Flasche leer. Das gibt's doch gar nicht. Komm. Langsam, Niki, du machst das gut. Hey, Niki, komm her. Langsam, nicht zu schnell. Nicht was zu schnell, nicht zu schnell, Niki. Komm. Los. Los. Jetzt geht was. Das ist mein Metier für das Fahrzeug. Aha, jetzt weiß ich, was da schiefgelaufen ist. Wir haben ein Hütchen umgedonnert. Nochmal! Alle zwei oder vier Räder vollkommen blockiert. Aber wie geht sowas? Dieser Prüfstandsmodus ist gar nicht gut. Der ist gar nicht gut. Jetzt gehen wir alle mal zur Seite. Jetzt kommt der nämlich und kommt mit blockierenden Rädern hier an. Das müsste die Bestzeit sein, aber... Was mache Schelle? Also, die Bären hatten da drin auf jeden Fall die beste Show, das definitiv. Was war das denn? Ich hatte so eine kleine Idee. Ich fahre hier im Rollenprüfstandmodus. Wenn man aber wirklich voll in die Eisen geht, dann haben wir kein ABS nicht. Und ihr habt gesehen, was dann passiert. Gar kein ABS? Also vier Räder blockiert vorne? Nein, nur die Hintern. Also nur die Hintern zuerst, weil eben die Gewichtsverteilung, ganz genau. Du lenkst ein bisschen eins, Heck wird, auf einmal denkst du, oh mein Gott, was macht denn? Der Koffer kommt! Aber was war beim Rückwärtsfahren los? Du bist ja gefühlt von ganz rechts nach ganz links gefahren. Was? Wieso fährst du so langsam rückwärts? Ja, weil mich das alles komplett aus der Spur gehauen hat. Was? Ich wollte nach hinten schauen und habe nichts gesehen von Björn. Ja? Ja, meine Herren, 1 Minute. Nein! 37. Nein! 15. Nein! 1 Minute 37. Nein! 15. 8 Sekunden langsamer als Philipp, der 3 Punkte für den Sieg einsackt. Niki ist Zweiter mit 6 und Matthias Letzter mit 5 Zählern beim Duell der getunten Powerbusse. Yes! Yes, Matthias, viel Lärm und nichts da jetzt. Langsam reiten, Niki. Letzte Challenge steht an. Ja? Schnelle Runde. Genau. Und jetzt werde ich richtig einen raushauen. Ihr Aber könnt euch auf was gefasst Nicht machen. Vergessen, alles ist noch drin. Aktuell, ich bin am Führen. 7 genau. Punkte. Ich habe 6 Punkte. Und ich habe 5 Punkte. Jetzt schauen wir mal, was unsere Tuning-Powerbusse auf der schnellen Runde können. Die Strecke. Vom Start weg geht es durch 3 enge Kurven Richtung Startbahn. Hier heißt es voll durchladen, hart in die Eisen, 2-mal rechts abbiegen und ins Ziel rasen.
dieses schwarze Monster liegt vor. Gar kein Problem. Steig okay. ein, Männer. Alle sollen mitfahren? Ja, komm. Alle ich da rein. Mach euch die Tür auf. Nehmen wir den Bären auch noch mit? Bären könnt ihr meinetwegen auch mitnehmen, wenn ihr was zum Kuscheln braucht. Das 40 Jahre alte Eisenschwein auf dem Hippodrom, es gibt keine bessere Kombination. Ja? Dieses Auto gehört hier so hin wie, keine Ahnung, wie ein Elefant im Kühlschrank. Das passt einfach gar nicht zusammen. Ich überlege mir, dass Sie hinten noch mal mitfahren. Du kommst mit! Was für ein Höllenritt hier hinten. Ich flipp aus! Jetzt geht's los auf die schnelle Runde. Dem Sieger winken 3 Punkte. Die Zeit läuft. Also jetzt hast du das Gefühl, wie wenn der Busfahrer fährt. So. Ich habe gerade gemerkt, ABS hat er auch nicht. Ich lach mir wirklich eins. Noch mal kurz die Reifen anwärmen und weiter geht's. Leichtes gleich hier. Habt ihr etwa Angst oder was ist los mit euch? Nee. Alles gut, Matthias, du machst das super. Ihr braucht keine Angst zu haben, Leute. Ich hab alles im Griff. Wahnsinnsgerät hier hinten, echt. Nur einmal noch durchs Ziel, dann haben wir es geschafft. Jawohl. Freunde, wir haben... Nein, komm. Und auf geht's! Und durchs Ziel! Das yes. ist eine Minute, 20 Sekunden. Es ist aber gar nicht so schlecht. Es ist gar nicht so schlecht, ja. Dafür, dass das Auto keine Kurven fährt. Und es ist ein Van. Ja. Es ist ein Bus. Die Frage ist jetzt, und das finde ich wirklich spannend, was kann der V8 Van? Niki muss als Nächster auf die Fastlap. Aber erst, wenn alle Fahrgäste mit an Bord sind. Normal fahren wir Sportwagen oder was auch immer. Und da kannst du wirklich komplett performen. Aber jetzt ein Van, die hohe Aufbauart, also ich habe ein bisschen Bammel. Aber ich denke, das wird mein Punkt. Das ist wirklich, das Ding macht Meter und liegt auch in der Kurve mega. 2,6 Tonnen Gewicht treffen bei dieser getunten Mercedes V-Klasse auf 585 PS. Wie geht's unserem Kollegen hier? Super. Dem geht's hervorragend. Doch, kannst du aussteigen, Matthias. Wir halten uns gegenseitig das Händchen. Alter, marschiert die Hütte. Die will ja heute einen Rundenrekord noch vorlegen. Die Uhr tickt. Wahnsinn. Alter Schwede, ist das krank. Boah, vor allem auch auf der Bremse. Er lenkt schon auch ein, ne? Ja. Ja, wir haben ja KW-Fahrwerk hier. Ey, wenn du so mit Mutti die Autobahnauffahrt nimmst, Junge, da ist doch was. Ich muss echt richtig festhalten hier drin. Sensationell. Gott sei Dank hat er hier die Armlehnen an der Seite, die sind die Schalensitze. Ja, mit 100 auf dem Startziel. Schön an die Grasnarbe raus. Absolut perfekt. Dieser Sound. Boah, 194. Das ist natürlich auch mal eine Ansage hier. Das darf man doch nicht vergessen, hier ist ein ganz normaler Reifen drauf. Ne? Wir reden hier doch nicht irgendwie von einem Sportreifen. Alter, schön ist das krank. Hey, das ist mein Auto. Okay. Let's go! 108,466. 12 Sekunden schneller als ich. Ich habe bei dieser Challenge einen Vorteil. Ich habe die meiste Leistung, 671 PS. Allrad dazu. Das heißt, eigentlich müsste diese Doka aus den Kurven raus richtig marschieren. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Und irgendwie muss ich Niki ja schlagen. Okay, jetzt wird's ernst. Okay. Alter, ist das krank. Ich flipp aus. Alter Verwalter, wo ist denn da was zum Festhalten? Nichts ist zum Festhalten da. Ich komm mal vor wie aus dem... Du kannst dich am Bär festhalten. So, jetzt gehen wir's an. Untersteuern schon. Und jetzt ist halt Turboloch, aber das nehmen wir das einfach mal mit. Okay, ja. Die Zeit läuft.
Das ist wie so eine Peitsche, ne? Ja, genau. Sensationell. Also, ohne Allrad würde das nie gehen so. Nee. Nie. Schau mal, wie der marschiert. Oh, jetzt fahrt er über Curbs. Bist du des Wahnsinns? Ja. Du bist des Wahnsinns, Philipp. Das ist ja so ein sensationeller, grober Unfug. Ne? Ja, ja. Egal, was du nimmst, ob du den Chevy Van nimmst, ob du den hier nimmst oder den Benz. Es ist alles komplett bescheuert und deswegen komplett geil. Leicht ist unterschön. Ich stehe schon wieder voll auf Pinsel. Ui, ui. Ui, 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 ui. Und? Ja. Bus Nummer 3. Unfassbar. 671 PS. War das eine Gaudi. Im Tiefflug. Ultra krasse Nummer. Dann kommen wir jetzt mal zum Thema Rundenzeit, würde ich sagen. Ne? Genau. Es waren ja 3 Fahrzeuge am Start. Wir hatten eine 1,20 irgendwas. Dann wurde eben der Spezial-Van mit einem wahnsinnigen Mercedes-Herz nach vorne geprescht auf eine 108466. Und ich habe dir über die Schulter geschaut. Mhm. Ja, da kann ich leider nicht mithalten. 1,13,0. Somit, Herr Schelle, sind Sie schnellster. Ja, genau. Die schnelle Runde geht an den Mercedes und an den Nikolaus. Niki schnappt sich 3 Punkte, macht zusammen 9 Zähler und damit Platz 1 zusammen mit Philipp, der genauso oft punktet. Matthias bleibt am Ende nur Rang 3 beim Battle der getunten Powerbusse. So, meine Freunde, wir kommen zur Siegerehrung. War ja ein schöner Tag, oder? Ein hervorragender Tag. Ihr bekommt von mir verliehen die Mütze für den Busfahrer des Monats. Mm. Ja, wenn das nichts ist, herrlich, steht hier gut. Und ich will euch damit auch im Dienst sehen. Ne? Also jetzt nicht mehr hinterm Steuer ohne diese Mütze. Ich habe für dich auch was dabei, mein lieber Matthias. Grip, die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Monatsabo, da kannst du ja auch immer mitfahren. Sollte das Ding mal wo liegen bleiben, ist doch was, oder? Mit ganz viel Glück hast du auch noch so einen coolen Fahrer. Genau. Also eins steht fest, so eine Monatskarte hatte ich seit meiner Schulzeit nicht mehr. Aber Männer, ich würde sagen, Powerbusse war eine geile Nummer. Absolut. Alle Autos durchgehalten. Ja. Alles klar? Also. Viel Spaß beim Schönen Sonntag noch, schönen Feierabend, Männer. Abfahrt. Tschö.